Danke, danke. Oh, ich höre mich selber jetzt. Hallo. Katja, fantastisch, dass du da bist. Ich weiß, du bist nervös. Es reicht eigentlich. Das war schon alles, was ich zu zeigen hatte, oder? Ein bisschen von dir hören wollen wir schon. Erstmal Dankeschön für die Leihgabe dieser fantastischen Kostüme. Dankeschön, dass ich ein Kostüm aus deinem Atelier anziehen darf. Ein ganz besonderes Kostüm. Vielleicht möchtest du dazu was erzählen. Haben Sie bestimmt gesehen, dass das Kleid hat die Sofia Tomala angehabt bei Semper Opera Ball, wo sie ihn moderiert hat. Die vielen, Figur hast vielen du, Dank. Das ist super. Katja, ja. Tanzen ist dein Leben und die Tanzoutfits sind deine Leidenschaft. Ja, richtig. Im Alter von 15 Jahren hat deine Tanzsportkarriere in Polen angefangen. Du warst 5-mal polnische Tanzsportmeisterin. Du hast große Erfolge bei Welt- und Europameisterschaften im Turniertanz erreicht. Wie hat das alles begonnen bei dir? Begonnen hat in Polen, zu Hause. Das heißt, ich habe eigentlich schon mit 7 geturnt. Das war im Sozialismus so, das musste man irgendeine Sportart mitmachen und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Da habe ich dann geturnt und irgendwann habe ich gesagt, das ist nicht das, was ich möchte. Nur die Putzebäume da unten wollte ich irgendwas mit dem Tanzen zu tun haben, mit Musik. Dann habe ich angefangen mit Ballett und das war auch nichts für mich. Und dann irgendwann bin ich in so Tanzgruppe gelandet, aber nur weil ich meine Tante im Krankenhaus nicht besuchen wollte, habe ich gesagt, Mama, ich muss lernen, ich muss so viel lernen für die Schule, ich muss nach Hause. Und da eigentlich, die waren schon längst zu Hause, ich war noch nicht zu Hause da, ich war beim Tanzen. Und das Tanzen habe ich bis heute. Und so ging das dann, eigentlich als kleines Mädel, dein Traum erfüllt, Tänzerin zu werden. Richtig. Und bist dann, du dann entdeckt worden oder hast du in einem Tanzsportverein getanzt, wo die gesagt haben, wir bringen die Katja jetzt nach vorne? Nein, Tanzturniersport, so wie Sie wissen, Standard und Latein, es ist eigentlich, du musst sehr viele Tanzturniere tanzen, Qualifikationsturniere und immer die erste, zweite, dritte Plätze und Punkte sammeln, bis du dann zum Beispiel, ich meine, heutzutage ist es ein bisschen anders, aber vor vielen Jahren dürften zum Beispiel bei Weltmeisterschaft immer nur die 2 besten Paare von jedem Land teilnehmen. Und das heißt, dadurch, dass wir polnische Meister waren, dürften wir auch damals auch im Ausland, in der Schweiz, in Deutschland und so weiter auch die wichtigsten Turniere mitmachen. Und Deutschland hat dich dann gepackt? Ja, das heißt, meine Mama sagte, Katja, tanzen gibt sie kein Geld, du musst wirklich was lernen. Dann habe ich studiert. Dann habe ich Lebensmitteltechnologie studiert. Okay, das passt ja jetzt so gar nicht. Ach. Sportmäßig tanzt du heute noch oder nur Nein, hobbymäßig? Ich meine, wir haben dich, die meisten von uns haben dich im Buschlauer Kirmeszelt mit deinem Mann tanzen sehen. Hobbymäßig tanze ich immer mit Stefan. Aber so nicht mehr. Hast du nicht mehr erzählt, du gibst noch Tanzunterricht? Ich gebe noch Tanzunterricht Standard. Ich habe eine Gruppe in Rondebonne, in Beul und in Köln noch. Ja, und ich nähe weiter die ganze Zeit die Kleider. Ja, wie kommt man denn dann auf die Idee? Du hast mir mal so ein bisschen im Vorfeld erzählt, Polen war ja dann ein bisschen so tänzerisch Diaspora. Ja, das heißt, auch Stoffe gab es auch eigentlich nicht. Das heißt, ich musste damals schon für mich irgendwas machen von irgendeinem Stoff, was überhaupt nicht geeignet dafür war. Und trotzdem habe ich es geschafft, immer irgendwas für mich zu nähen, selber. Und schon mit 16, 17 Jahren, ich wusste gar nicht, wie man das macht, weil ich habe nie gelernt. Das heißt, ich bin gar nicht keine gelernte Schneiderin. Ich habe mir das alles selbst beigebracht. Und und dann habe ich für mich immer die Kostüme in Polen gemacht. Und angeblich waren immer die schönsten. Ganz bestimmt. Ich meine, ne? Das spricht ja, für sich. Ja, das war, ich weiß noch, wo ich als polnisches Tanzpaar kam nach Hamburg, oder nee, Quatsch, nach Gütersloh, und dann haben wir immer, die Paare haben wir immer so privat bei den deutschen Familien gelebt, und ich hatte das Glück gehabt, bei einer Schneiderin zu wohnen, wo sie Tanzkleider genäht hat. Erstmal habe ich so einen Katalog bekommen mit so vielen Farben, dann konnte ich überhaupt nicht glauben, dass es so viele Farben gibt überhaupt.
für die Tanzkleider und dann habe ich in so Korbreste, Stoffreste gesehen, dann habe ich die ganze Stoffreste eingepackt in so eine Tüte nach Polen mitgenommen und habe ich mir Kleider gemacht. Sogar Europameisterschaft habe ich getanzt in den Kleidern. Ja, und dann kam ich nach Deutschland und sollte ich für mich ein Kleid nähen, neu für mich, weil es ist einfach zu teuer, dass jemand mir macht. Dann habe ich 10 Meter Stoff gehabt und dachte ich, was mache ich mit dem Stoff? So viel Stoff kann ich doch nicht haben, das gibt es doch gar nicht. Das war mein eigentlich zu viel für dich. Ja, das Gedanken. War einfach mal zu viel. Und wie viele Meter sind übrig geblieben? Oh, das weiß ich nicht mehr, aber so hat das angefangen. Und dann hat man mich gefragt, woher hast du das Kleid? Ich habe gesagt, ich habe das selbst gemacht. Kannst du auch für mich? So hat das angefangen. Wahnsinn. Seit 2006, seit der ersten Staffel von Let's Dance, nähst du die Kostüme. Ja. Wie bist du an diesen Job gekommen? Ich meine, das ist ja wirklich was ganz Besonderes. Die Bilder sprechen ja für sich. Wie kommt man an so einen Job? Ja, man muss an so ein Märchen glauben, glaube ich. Das war heißt, das immer dein Traum, so ja, mal richtig groß rauszukommen, ja, mit den Showtanz-Kostümen? Ja, rauszukommen, wie auch immer. Aber ich wollte immer, dass die Leute glücklich sind, dass ich eigentlich was machen möchte oder kann, was ich, das war mein Traum eigentlich, Design. Und, aber es gab damals in Polen die Möglichkeiten nicht und darum habe ich mir das selber beigebracht. Ja, weil ich schon eigentlich gut gehende Atelier hatte in Deutschland und ich konnte für mehr, für Herren, für Damen nähen und die Kleider waren immer bewundert. Das, da ist das Fernsehen an mich einfach dann gekommen. Das heißt, ich habe mich gar nicht beworben, die sind zu mir gekommen. Du hast mir im Vorfeld ein bisschen erzählt. Erstmal deinen Applaus, weil das so großartig ist. Ja. Du hast mir im Vorfeld erzählt, und das wird hier, glaube ich, gar keiner nachvollziehen können oder glauben können, was für ein Stress zwischen den einzelnen Sendungen ist. Ja. Also, samstags läuft die Show. Nein, Freitag. Freitags läuft die Show. Ja. Die ist dann zu Ende. Du weißt, wer weiterkommt. Die ist dann zu Ende, das heißt, wie ich sage, die ist dann zu Ende, sage ich mal, um 12 Uhr nachts. Und wir sind eigentlich als Atelier die Letzten, die nach Hause fahren. Das heißt, 2, 3, 4 Uhr sind wir zu Hause. Und am Samstag um 8 Uhr oder nach 8, zwischen 8 und 9, komme ich ins Atelier und ich bekomme die Musik für die nächste Sendung, das heißt eine Woche später. Dann muss ich noch ein bisschen nachfragen bei manchen Promis und Profis, welche Geschichte sie gerne verkörpern möchten bei der Show, ob sie in Cinderella haben möchten oder wie auch immer, anderes Märchen. Und da fangen wir am Samstag zu entwerfen. Das heißt, ich habe Gott sei Dank letzte Jahre zwei so Mädchen, die oder Frauen, die mir helfen, zu malen eigentlich, dass ich mir meine, sag ich mal, die Freiheit habe, die Gedanken zu haben, okay, ich mache für Massimo das und vielleicht für Isabel was anderes. Und dann müssen wir noch die Genehmigung am Samstag bekommen von der Produktionsfirma, ob die Farben gut sind, ob das alles schön aussieht. Nur ein ganz kurzer Einwurf. Die ganzen Skizzen, die wir eben gesehen haben, die werden immer Samstag die gemacht. Die malst du und du hast dann zwei die, Mädels oder die zwei mir helfen, Frauen, die dir die bemalen, ausmalen. Ja, richtig ausmalen, schön ausmalen, dass man das farblich sehen kann, auch von dem Design und so weiter. Mhm. Ja, sonst hätte ich alleine nicht geschafft bei 14 Paaren. Bei 8 Paaren habe ich selbst gemacht, aber da bei 14 Paaren 28 Entwürfe an einem Tag. Ich meine, die Designer brauchen manchmal 6 Monate für 20 Kleider oder 19 und die sind auch noch nicht fertig vor der Modeschau. Ich habe nur 4 Tage dafür. Und dann sagt die Produktion, okay, go. Ja, und am Sonntag kommen meine Frauen. Da, wo ich auch dankbar bin, dass sie trotzdem immer die viele Monate eigentlich durchmachen, dass sie kein Familienleben haben oder zu wenig, dass sie wirklich sehr, sehr viel arbeiten mit mir und mir helfen. Ja, wir fangen am Sonntag zu nähen und dann am Mittwoch müssen wir fertig sein, weil am Donnerstag früh fahren wir wie ins Studio mit den ganzen Ateliernähmaschinen, mit den Stoffen, alles, was ich immer habe und brauche, nehme ich mit nach Köln. Und dann um 12 Uhr oder 11 Uhr fangen erstmal die Paare so einzeln zu tanzen, ihre Choreografie, erste Mal auf die Tanzbühne oder auf die Bühne und erste Mal haben sie die Kleider an. Das heißt, die passen nicht immer oder die sind zu kurz, zu lang oder wie auch immer, irgendwas ist immer zu Ende. Dann müssen wir das in den 2 Tagen bis Freitag, bis Viertel nach 8 alles fertig haben. Wahnsinn. Also wirklich, das ist eine Leistung. Ich glaube, du brauchst in der Zeit gar keinen Schlaf. Nein, nein, ich brauche darauf. Ich sehe Buchstab nur zwischen 2 Uhr nachts und 6 Uhr oder 7 Uhr morgens. Bleibst du bei RTL jetzt? Machst du die nächste Staffel auch oder weiß man das noch nicht? Das erfahre ich jedes Jahr im Dezember.
Das wird jedes Jahr nochmal nachgefragt und ich denke schon. Ein super Gast, Katja. Das hat total Spaß gemacht und ich glaube, wir hatten einen Einblick in dein bewegtes Leben. Katja Kommens, lieben Dank.